1789. Paris hungert und der Preis für Brot steigt und steigt. Frauen aus der Arbeiterklasse werden den Kurs der Revolution ändern. Kümmere dich um deinen Kram, Püppchen. Und du dich um deinen, Bürger. Juan de Méricourt, sie war die Jeanne d'Arc des 18. Jahrhunderts. Und akzeptierte Nein nicht als Antwort. Diese Beute reicht für 100 Hungernde. Oder einen Adligen. Verrückte Hure! Geh doch ins Bordell und mach dich nütz! Wenn Méricourt um Nahrung für Paris kämpfte, feierten Antoinette und die königliche Familie. Bringt uns mehr Kuchen. Zeigen wir denen, dass unsere Familien auch essen müssen. Für die Templer geht es hier nicht um Brot, sondern um blaues Blut. Dieser Brotmarsch entzündet letztlich die Revolution, schützt ihn und haltet ihn friedlich. Okay, Novizen. Haltet Méricourt und ihre Amazonen am Leben. Mächtige Leute wollen nicht, dass der Marsch stattfindet. Wir marschieren nach Versailles! Bürger, habt ihr noch nicht genug? Vorsicht, Nuri. Achtet auf Schützen auf den Dächern. Wo ist der hin?
Ihr müsst die Hauptmänner am Tor ausschalten, sonst wird dieser Marsch Paris niemals verlassen. Sehr gut, Novizen. Die Torhäuser sind frei. Natürlich. Die letzte Verteidigungslinie mit Kanonen. Geht über die Mauer und zerstört die Kanonen, bevor die Menge durchs Tor bricht. Schnell genug, verstehe ich. Den Marsch den ganzen Weg bis nach Versailles führen. Gut gemacht.
Ihr kennt die Regeln.